Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land. Heute bin ich wieder für euch in der War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute soll es mal wieder um einen Händler-Mount gehen und zwar befinden wir uns einmal in den Schallenden Tiefen auf den Koordinaten 47, 32 hier in Gundagatz und hier wollen wir vom Ruhmhändler uns einen Mount erwerben. Mittlerweile bin ich hoch genug und zwar brauchen wir da nämlich die zweite Fraktion, der Konvent der Tiefen. Und dort benötigt ihr einen Ruhm von 19. Dann könnt ihr euch nämlich das Mount hier kaufen, das wir uns jetzt einmal anschauen werden. Das ganze Ding ist relativ teuer und zwar kostet das 8125 Resonanzkristalle und heißt Karmesinrote Matschnase. Und die holen wir uns jetzt mal und schauen uns das Mount auch mal an. Also, schauen wir mal. Matschnase, da haben wir's. Das ist wieder so ein Rattenmount. Da haben wir jetzt schon das ein oder andere. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Fan von diesen Rattenmounts. Aber es hat eine ganz nette Farbe, muss ich sagen. So, Mount-Emote können wir auch mal machen. Ah, es hüpft ein bisschen rum, wühlt. Hat schon was. Hier in relativ hell gehalten. Fast schon so ein heller Pinkton. Und ja, wir erhöhen jetzt den Ruf, dass ihr euch das kaufen könnt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Also als allererstes solltet ihr natürlich hier in der Zone die Kampagne spielen und die Sidequests. Ne? Dafür gibt es beides Achievement, also falls euch da noch was fehlt, dann könnt ihr da gucken. Oder ihr benutzt ein Quest-Track-Add-on, zum Beispiel im All of Things kann man das ganz gut sehen. Dann, was ich euch empfehlen kann, ist, dass ihr die Rares mitnehmt. Einige der Rares bringen wöchentlich Ruf und zwar immer 150. Im Add-on Handy Notes wird es auch angezeigt, ob ihr die für die Woche erhalten habt. Da steht jetzt zum Beispiel hier bei dem dran, erhalten. Ne? Und diese Rares alle mitzunehmen, macht auf jeden Fall Sinn. Das sind pro Zone 10, 15 Rares, die ihr quasi wöchentlich für 150 Ruf holen könnt. Und da könnt ihr euch zusammenzählen. Das macht fast eine Ruhmstufe aus, wenn ihr die kompletten Rares umhaut. Dann habt ihr natürlich noch die Option, die World Quest zu machen. Ich habe jetzt hier gerade schon alle... Ach wohl, da unten ist noch eine. Noch alle mitzunehmen. Die kommen teilweise täglich, also da könnt ihr gucken. Und zusätzlich habt ihr auch noch die Option, einen Vertrag drauf zu packen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier gerade Dornegal drauf, aber es gibt auch hier für die Zone einen. Da gibt es bei jeder Worldquest, die erledigt, nochmal extra Ruf. Was ihr dann auch noch machen könnt, die Schätze, die Einmalschätze, die man sich zum Beispiel auch über Handynotes anzeigen lassen kann oder ich habe da auch Videos zu gemacht, falls ihr lieber das anschaut. Die bringen auch nochmal pro Schatz 250 und hier waren glaube ich auch, ich weiß nicht ob es 10 Schätze waren, aber es waren auf jeden Fall doch ein paar und da kriegt ihr auch fast eine komplette Ruhmstufe alleine über die Schätze hoch. Genau und ja, sonst bleibt euch eigentlich noch die Option verschiedene Weekly Quests zu machen, wie zum Beispiel dieses Maschinen-Event, was wir da hinten haben. Da gibt es auch nochmal relativ viel Ruf, aber halt auch nur einmal wöchentlich und in Dornegal haben wir auch nochmal eine Option, eine quasi zwei Weekly Quests anzunehmen. Einmal die normale Weekly Quest, wo ihr euch aussuchen könnt, welche Aktivität ihr absolviert. Und die zweite Weekly Quest ist, da müsst ihr meistens einen Dungeon abschließen. Und da könnt ihr euch eine Fraktion aussuchen. Sind, glaube ich, auch 1500 Ruf. Und ja, wenn ihr das Mount hier priorisieren wollt, dann setzt ihr natürlich diesen Ruf einmal in das Konvent der Tiefen ein. Genau, das waren so die Möglichkeiten. Über die meisten dieser Aktivitäten bekommt er noch zusätzlich nebenbei die Resonanzkristalle, also lässt sich das auf jeden Fall ganz gut miteinander kombinieren. Und ja, das war es alles, was ich euch groß über das Mount erzählen kann, beziehungsweise wie ihr es kriegt. Ich drücke euch jetzt die Daumen, dass ihr bald genug Ruf habt, um euch das auch kaufen zu können. Und dann sehe ich euch gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.